Bum, 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 Es schneit. Konfetti. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario The Origami King. Dieses Mal mit dem Holzgerd, der das Mikrofon immer wieder zu sich zieht. Nein, das ist nicht wahr. Du bist so was von nah davon, mich wird wahrscheinlich überhaupt nicht hören schon mal. Es schlägt überhaupt nicht aus. Ja, aber wenn du es so nah an dich ziehst. Ach, okay. Wir sind das letzte Mal hier gelandet, weil König Olli ja, das Schloss entführt hat. Pass auf! Falls du nicht schweben kannst, so Wer wie spricht denn das? ich, solltest du da vorsichtig sein, Mario. Siehst du das große Loch dort im Boden? Pass lieber auf, dass du da nicht reinfällst. Vielleicht kann man es ja irgendwie reparieren, aber wie? Oh, jetzt hab ich's. Hier, fang. Der Schnipselbeutel. Hast du diese bunten Papierfetzen gesehen, die aus dem Baum gerieselt sind? Hast du mal das Zimmer gesehen? Das Haben sind wir die Menge von Schnipsel. Spielsachen gesehen? Da. Alles hier besteht aus Papier, also ist natürlich auch jeder Schnipsel ein kleiner Teil unserer Welt. Und deshalb dachte ich, wenn du genug Schnipsel sammelst und die über dem Loch verteilst, Ach so, könnte das man ist so das sinnvoll, Problem ja. beheben. Das ist sinnvoll. Die Schnipsel über dem Beutel verteilen, über dem Loch verteilen und dann kann man drüber gehen. Probier doch mal mit deinem Hammer Also. von Blumen, Grasbüscheln und Bäumen ein paar Schnipsel loszuklopfen. Ist ja fies. Und wenn du damit fertig bist, musst du mich auch noch mal kurz retten, okay? Tut mir leid. Ja, kein Problem, Also hier Olivia. Schnipsel Man hat sie loskaufen. an meine Stimme gehört. Ja, oder Schnipsel loskaufen. Man kann hier überall Schnipsel sammeln. Ja. Mario, ich glaube, jetzt hast du genug Schnipsel gesammelt. Ja. Ja, aber man kann, also das ist jetzt, Überschnipseln. nein, das ist noch nicht die finale Phase. Wir haben zwar genug, aber nicht keinen vollen Beutel. Jetzt haben wir immer noch keinen vollen Beutel. Das sieht nur so aus. Denn wenn er richtig voll ist, dann leuchtet er. Jetzt. Also ich glaube, dass sein Beutel schon voll bis oben hin voll mit Schnipseln ist. Geh doch einfach mal zum Loch. Oder du gehst zum Loch rüber. Alter. Was zur Hölle? Gerd. Gut, ja, jetzt mach's einfach. Wenn du bereit bist, drückst du ZR, um Schnipsel drüber zu kippen. Ja, zitter. Hä? Zitter. Grunoi. Zung. Hung. Zitter. Soundeffekte sind keine Pflicht, aber äußerst empfehlenswert. Ja, da hätte ich was. Bumm. Gut gemacht, du hast ZR gedrückt. Er kann jetzt lauter kleine Trommeln einsammeln. Trommeln, das sind Münzen. Eine goldene Trommel. Oh nein, ich hoffe, dass du mich Ich nehme nicht nur mit Blumenmuster, diesem Moment in deine Erinnerung Blumenkleins, behältst, Mario. Zunder, mein Arsch schaut raus. Könntest du mir vielleicht helfen, meinen Kopf hier herauszuziehen? Nö. Ach so, ich komme ja nicht weiter ohne sie. Hä? Puh, das fühlt sich schon viel besser an, danke. Gut, also wo sind wir? Ich würde sagen, in Paper Mario Schnipselwald. Hier ist niemand, den wir nach dem Weg fragen könnten. Das könnte ein Problem sein. Aber wir könnten die Gegend hier noch etwas erkunden. Ja, du kannst X drücken. Oh, danke, dass du X gedrückt hast. Ja, ich weiß gerade nichts. Okay. Sieht aus wie Knetmasse. Das grüne Zeug, meine ich. Ja, das ist Papier, ich weiß. Pappe oder keine Ahnung.
Krepppapier oder so, keine Ahnung. Buntpapier wahrscheinlich. Oh, hier haben wir auch einen von den Fallkreisen. Ah, das bedeutet, dass mein Bruder schon hier war. Okay. Greifen. Hä? Wo greifen? Achso. Bumm. 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 Inspektor Gadget. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Red mal, ich. Mal den Fall gelöst. Red mal echt ein bisschen lauter. Huch, Mario, das ist ein Item. Von sowas habe ich mal gehört. Items sind nützlich. Du kannst. Super nützlich, hat er gesagt. Super nützlich. Bitte. Ist ein Unterschied. Das, so viel Zeit muss das sein. Das ist Olivia, die ist so weiblich. So viel Zeit muss sein. Also sie hat gesagt, entweder mit Y schnell auswählen oder was niemand macht hier im Menü. Super nützlich. Ja. Okay. Oh, da sehen wir schon die Luftschlangen, die sich ums Schloss gewickelt haben. Ja, ich benutze alle Fachbegriffe, auch wenn sie scheiße klingen. Toll, so eine schöne Aussicht. Ach, ich könnte mir den ganzen Tag lang ansehen. Allein da oben auf dem Berg, da... Warte mal! Was ist das denn? Das ist doch die Außenanlage vom Pilzpalast, oder? Ganz sicher. Ich habe gesehen, wie sich die Luftschlangen meines Bruders um den Palast geschlungen und ihn in die Luft gehoben haben. Bist du blind oder was? Da vorne ist doch das Schloss. Und dann war er weg. Wie geht eigentlich der Zoom bei der Switch nochmal? Ach, keine Ahnung, will ich jetzt nicht ausprobieren. Moment, da ist er. Siehst du es? Ganz oben auf diesem weit entfernten Berg? Und es sind immer noch die ganzen Luftschlangen drum gewickelt, die haben sie nicht losgelöst. Was auch irgendwie logisch Nein, ist. Mario sieht nichts, nur mit Brille. Mein Bruder muss auch immer da drin sein, zusammen mit Prinzessin Peach. Er macht bestimmt schon Pläne. Ich werde dich aufhalten, Bruder. Als meine Schwester ist das meine Pflicht. Als meine... Sweet home, als deine okay, Schwester. Okay, ich bin meine eigene Schwester, ja, ist ganz klar. Ich habe eine grüne... Kann aber sein, wenn jemand zum Beispiel Krankenschwester ist, dann kann ja. Er seine eigene Schwester sein. Ich habe eine grüne Mütze in das Loch fallen sehen, wo der Palast war. Es tut mir so leid, diese Mütze stand deiner Mütze sehr nahe, oder? Ich wusste auch, dass ich recht hatte mit der Mütze. Das ist ein großes Problem. Wir sollten schnell dahin zurück, wo sie hingefallen ist und nachsehen, wie die Lage ist. Warum wippt denn der immer so? Ja, weil sie redet. Sie. Nein, er. Sie. Der Mario. Der wippt immer mit den Schuhen vor, zurück, vor, zurück, vor, ja, zurück. Weil das eine Animation ist und weil er im Wind weht, als Papier. Ach so. Oh, wir sollen auch nach deinem Bruder schauen, wenn wir schon mal da sind. Ja, ich dachte, es geht um Luigi. Oh Mann. Nee, es geht um diesen Fragezeichenblock. Die drei Fragezeichen. Das ist kein Fragezeichenblock, das ist ein Speicherblock, deswegen ach so. Das S. Okay. Und hier ist noch ein Loch zum Füllen. Okay, eigentlich, das war jetzt sehr peinlich. Eigentlich ich verschätze ich. Wird der Beutel auch irgendwann wieder leer? Ja, aber ich sammle ja immer wieder neues Konfetti. Ist klar, ne? Aber irgendwann wird er leer. Wenn ich immer mehr Konfetti sammle, als ich verbrauche, ist ja, er hier überall in ja Büschen und. Gar nicht, oder? Geht's? Das Konfetti kommt hier überall raus. Schau, jetzt hast du das heißt zum so Beispiel goldene Trommeln. Konfetti. Kleine goldene Trommeln. Goldene Trommeln, was das zur Hölle? Das ist viel zu dick für Münzen. Außerdem müssen die Münzen auch aus Papier sein. Die sind aber aus Pappe, hast du es nicht gesehen? Da guck. Die ach, haben so das ist Wellpappe, soll das sein? Ja. Ich habe gedacht, das sind so Trommeln. Also so. Nein. Das ist so eine Mischung aus Paper Mario, also Paper Mario und keine Ahnung, Yoshi's Crafted World. Scrapbook. Paper, nee, Scrapbook Mario. Origami. Vielleicht hat es sich verlaufen. Ob unser Flüstern irgendwie komisch kommt? Ich weiß es nicht. Ich muss flüstern. Ob unser Flüstern irgendwie komisch kommt? Ich weiß es nicht.
Okay. Das ist creepy hier. Wieso? Was ist los? Es flüstert hier. Irgendwer flüstert hier. Irgendwer zieht hier, würde ich sagen. Und da kommt so eine Papptrommel raus, also so eine Pappmünze. Ob er dran zieht? Ja. Schön, Blätter. Das hier ist der Blumenwalzer von Tschaikowski. Memory! Ach, Memory ist es. Nee. Ah, das sind die beiden. Kling. Ein Schrumpelpilz. Den brauchen wir. Ein vertrockneter Pilz. Wässrigen, um ihn wieder herzustellen. Warum? Ich finde ihn als schrumpelig eigentlich ganz nett. Weil man ihn dann verwenden kann. Ach, die Zehner ist oben. Ja. Oben ist die Zehner. Oben, oben, oben. Ich habe nur aus Reflex, als ich eine Münze gesehen habe. Ja. Reflexe sind bei dem Spiel nicht erwünscht. Die Hunderter besteht sogar aus doppelter Wellpappe. Oh, wie ich hier blind das herausgefunden habe. Ja. Trump hat neulich sich selbst gelobt, weil er sich beim Demenztest 5 Wörter hintereinander merken konnte. 5 Wörter. Mein Gott. Mann, Frau, Fernseher, Fernbedienung und Auto oder so ähnlich. Und das konnte er sich merken und konnte es nach 10 Sekunden wiedergeben. Oder so. Und dann hat er sich gelobt. Wir haben hier einen Schatz gefunden. Ein Schatz, Penny? Interessiert dich die sind so süß. Nein, du machst das nur immer in den wichtigsten Situationen. Okay, dann. Mario, du solltest unbedingt mehr von ihnen sammeln. Ja, vielleicht sogar alle. So glänzend, der sieht gerade auch Sterne. Jetzt legt er los. Ist das Glitzer, Gold, total schön. Er strahlt richtig. Ah, ich kann nicht hinsehen. Wow, oh, der ist echt gut. Oh, der ist echt gut. Er ah, komm schon. Richtig. Oh, den Block da hinten schaffen wir nicht mehr. Ja, da kriegen wir so ein Newsletter. Im Museum in Tortown kannst du die Schatzminis bestaunen, so ungefähr hieß es. Das holen wir dann später nach, diesen einen Block da. Also ich kann aber nicht über diesen Schnurrbart hinweg. Was für ein Papiertiger. Du musst flüstern. Was ist ein Papiertiger? Achso. Ich meine schon klar, aber warum? Keine Ahnung. Du meinst ein Papiertiger? Ja, ja, das ist so ein Spruch oder so ein Dings, aber das passt jetzt eigentlich gar nicht so. Eine welke Blume, Feuerblume. Ob Wasser diese welke Feuerblume wieder neu beleben kann? Aber vielleicht der Schrumpelpilz. Der Schrumpelpilz. Okay. Was? Zeig ihm mal, du weißt schon was. Oh ja, das wird ein Spaß. Hahaha. Denkt ihr, er wird das ausgeknobelt kriegen? Ja, also erstmal will ich hier dran ziehen. Und da kommt gar nichts. Dann ziehe ich eben hier dran. Oh mein Gott. Oh. Klospülung hat nicht funktioniert, scheinbar, oder? Ach, jetzt kommt auch noch ein Radio, ich glaub's nicht. Doppeltes, oh mein Gott! Was kommt jetzt nochmal? Bardo! Soll es ein Kuscheltier sein? Das ist Bardo. Das ist wie die weibliche Form von Q-Bird. Cupertina. Ja, ungefähr. Und jetzt? Es passieren eine Menge seltsame Dinge. Einfach draufhauen, was? Wie macht er das nur? Umweltfreundlicher geht's gar nicht. Also, netter Hammer. Wie macht er das nur? Der haut einfach nur alles platt. Einfach mal draufhauen, was? Umweltfreundlicher geht anders. Eins habe ich vergessen. Oh. Hier ja, sind was? Noch Münzen. Nein. Trommel. Okay, schade, dass man nicht wieder so einen Spin hat wie im ersten Teil, dass man sich dann schnell bewegen kann. Das ist vielleicht einer der einzigen Kritikpunkte, die ich am Spiel habe. Also wenn ich es selber machen würde, würde es ja Spaß machen, auch diese Konfettis zu machen. Nein!
klopfen. Aha. Könnte mir schon vorstellen. Okay. Du lässt wieder eine Münze liegen. Verarsche. Oh, und es ist. Goldene Kugel. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Utensil. Ja, es wird irgendwie so eine goldene Kugel wie aus Smash Brothers. Ja, oder wie aus Sphere, aus dem Film. Oder dem Buch. Ach, guck mal, Michael deine Ton. Ja, wo ist denn da was? Also, gar nichts. Zur Lauferin. Ich kann nicht schreien. Heute nicht. Bumm. Ich habe gedacht, das ist so eine goldene Kugel oder. Und daraus kommt ein Schrumpelkorn. Das wird ja immer besser. Ein Korn, das wegen Wassermangels verschrumpelt ist. Mangels. Zuerst Schrumpelpilz, dann Schrumpelkorn. Ja. Holla. Im englischen Raum gibt es dafür einen Namen, nicht nur welke Blume und Schrumpelpilze und so, sondern einen Namen, aber es geht schlecht im Deutschen. Oh, und hier ein Teekessel aus Holz. Ich sag mal nur eins. Diese Bäume hier sehen sehr komisch aus. Also ich glaube, du brauchst es jetzt nicht noch weitere 5 Mal probieren. Doch, brauche ich. Weil jetzt erst diese Nachricht kommt. Hey, hast du auch das Gefühl, dass wir nicht vorankommen? Doch. Nein. Doch. Manchmal, wenn ich so richtig geknickt bin, muss ich einfach eine Pause einlegen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Ach, lüg halt rum. Du weißt schon, einfach irgendwo sitzen, wo es flach und gut beleuchtet ist, wie auf diesem Baumstumpf da. Gut beleuchtet, wird ja quasi hier schon angeschienen. Angescheint. Achso, nein. Was denn? Soll ich das sprechen? Ja. Hoch oder tief? Hoch. Nicht so hoch. Du kannst doch nicht einfach so auf dem Kopf von unserem Gevatter stumpfen Strunk sitzen. Bürschchen. Ja genau, er ist der Älteste dieses Waldes. Etwas Respekt, wenn ich bitten darf. Er hat Zweige, die älter sind als du. Und es ändert gar nichts, dass diese Pappnasen ihn einen Baumstamm kürzer gemacht haben, denn er ist aus härterem Holz geschnitzt. Oh ja, danke, meine Lieben. Was ist da los? Ich mach nur ein bisschen Geräusche dazu. Ihr seid gute Kinder. Und du, junger Mann, geh um und sag dein Casting-Papierfronten, wie es um mich steht. Seit ich auf dem absteigenden Ast bin, habe ich nicht mehr genug Kraft, um euch rumspunden Manieren beizubringen. Ja, genau. Sag's ihnen. Taut's Domini nicht rein. Seit ihm so übel mitgespielt wurde, ist unser Gevatter Stumpfenstrunk nicht mehr der Alte. Deswegen ist er sauer auf euch. Falsche Papierleute, die Bäume in der Blüte ihre Jahre kleinsägen, schämt euch. Ach so, noch etwas. Du brauchst Gevatter Stumpfenstrunks Erlaubnis, wenn du diesen Wald jemals wieder verlassen willst. Da du also schon einmal da bist, machst du gemütlich, denn du bleibst für immer hier. Für immer? Das ist ja richtig lange, glaube ich. Und das schaffe ich doch nicht. Doch. Also, Gevatter Stumpfenstrunk, wir gehören nicht zu den Leuten, die ihnen das angetan haben. Ich bin doch nicht mal aus flachem Papier, sondern Origami. Als ob Origami kein Papier ist. Nee, das ist Edelstahl. Was denn? Origami, sagst du? Meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
Nun, wenn das wahr ist, könnt ihr mir vielleicht helfen. Wenn es euch gelingt, meine Energie wiederherzustellen, ließe ich euch eures Weges gehen. Das ist richtig großzügig von Ihnen, ehrlich. Ich wünschte nur, ich wüsste, wie man ihre Energie wiederherstellt. Aber wir sind gerade selbst ziemlich in Eile, also werden wir unser Bestes tun, um ihnen zu helfen. Na gut, wenn ihr Gevatter Stumpfenstrunk helft, dann dürft ihr hier auch noch etwas herumwandern. So, bitteschön. Ihr könnt euch jetzt entlang des Berges frei bewegen. Entfernt euch aber nicht zu sehr. Die Suche nach dem Gedeihkorn hat oberste Priorität. Es heißt, dass man nur damit Gevatter Stumpfenstrunks Energie wiederherstellen kann. Viel Glück. Okay. Das sind übrigens... Die heißen übrigens offiziell... Na, ich spoiler's nicht. Endermänner, wie heißt, Ents? Nee, irgendwas mit Baumgirl. Background Baumgirl. Geht er zur Quelle? Staubertalarm, Staubertalarm. Geht er zur Quelle? Was macht er da? Für mich sieht er ja nicht besonders krank aus. Springen kann er. Haha. Aber wenn Vater Stumpfstrunk helfen will? Die flüstern. Oh nein, Gegner! Oh, nicht das. Das musst du machen. Das machst du jetzt mal, ja? Hey, ja, unser erster Kampf ist ja schon ziemlich lange her, oder? Ja, ich hab dir auch keine 10-minütige Tutorial gegeben, 10-minütiges Tutorial gegeben im letzten Part. Die sehen so aus, weiß noch, wie man die Ringe... So, hier wieder so anordnen. Dann müssen wir den Toll Sprung machen. Angeordnet, Angriffskraft erhöht. Ja. Du bist so ein Held. Wir müssen die Stiefel benutzen, weil die alle in einer Reihe hintereinander stehen. Ja, ich weiß es so. Okay, die Aktionsbefehle sagt ja, sie jetzt so. Probieren wir es mal aus. Drücke A. Ja, ich weiß. Ich bin Pro in dem Spiel. Siehst du, überall exzellent. Man muss einfach, wenn man auf den landet, A drücken. Exzellent ist im Harry Potter-Universum zum Beispiel nur Note 2, glaube ich, oder? Und ohne Gleichen ist ein 1. Eine 1. Keine Ahnung. Frag Pelper. Wer ist das? Was? Ach, egal. Ach so. Ah, okay. Ein YouTube-Kollege. Bom. Entschuldigung, Pelper. Hab dich nicht vergessen. Ja, du bist wirklich ein Profi. Ich hab doch gesagt, dass ich ein Profi bin. Und jetzt ein Hammer. Ja, wenn sie alle in einem 2x2-Feld stehen, kannst du den Hammer benutzen. Bei dir ja vorher schon erklärt. Und hier will ich auch exzellent schaffen. Ja. Ein Papierhammer, der so... Ah, das ja, war klasse. Das du hast alle vier Gummas mit einem. Du kannst auch blocken mit A, kurz bevor der Gegner dich angreift. Los, Mario, ordne die Gegner weiter an beim nächsten Mal. Und man kriegt auch verschiedene Boni. Geldboni. Songs aus der Boni? Mhm. Das ist ja toll, wenn man Fallschirm besiegt. Da gibt es eine Riesenmenge ich Schnipsel. Habe auf dein Geld gerotzt. Und bei den ganzen Löchern hier können wir alle der eigentlich tolle Gegner noch mehr Schnipsel. Was? Die waren schon Fletschengestein, was? Okay. Na dann. Füllen wir noch dieses Loch hier. Hast du doch schon mal zugekleistert. Die Stelle hast du doch schon mal zugekleistert. Nein, das war vorher. Ich bin ja nicht zurückgegangen. Sah nur so ähnlich aus. Okay, beim nächsten Mal gehen wir hier weiter bei Paper Mario The Origami King. Bis zum nächsten Mal und Holz Gerd.